Prost. Gib mir. Ja. Mist. Okay, die Fuel-Blocks gehen zu schnell alle. Ja, also wird nicht besonders schnell sein, aber es wird wenigstens durchgehend arbeiten, im Gegensatz zu mir, der halt in der Weltgeschichte rumturnt und nicht immer alles super schnell befüllt. Du bekommst Rohre. Rohre. So, mach 17 Stück davon. Ich kümmere mich gleich weiter drum oder vergesse dich, eins von beiden. Wahrscheinlich eh vergessen. Nimm alles mit. Du kriegst Kiste, hast hier keine Stromabdeckung, also kriegst du noch das da. Rein, raus. Gut. Also jetzt werden 18 Engines hergestellt. Die packe ich dann nachher unten in die Fabrik und dann schließe ich das Schmiermittel da an und dann kriegen wir hoffentlich die 18 roten. Um daraus 18 Flying Frames zu machen, um daraus 18 Roboter zu machen, die später alles managen. Few Blocks wollte ich abliefern. Und die da schon mal herstellen. Genau. So, du kriegst. Es wird nicht aufgeben. Ne. Also die eine Fabrik kommt definitiv nicht hinterher. Das heißt, wir müssen noch eine Fabrik aufbauen, die irgendwas zerlegt zu Fuel Blocks. Dafür hatte ich, glaube ich, auch schon die Chemical Plants da unten vorbereitet. Sollte ich jetzt machen, bevor es wieder zu Stromproblemen kommt. Weil, das war einer meiner Grundpfosten. Ich hatte zwei. Einer ist weg. Der einzige, der noch übrig ist, ist mehr Strom. Immer genug Strom. Auch wenn es kompliziert ist und was weiß ich. Der andere Pfosten, der weggefallen ist, ist, ich hätte gerne alles zum Totschmeißen. Also zigtausend Eisendrills und so weiter. Das geht nicht wegen dem Smog. Weil ja ein dritter Pfosten sich dazu geschlichen hat. Und der nennt sich Öko. Also ich hätte gerne... Wovon haben wir am meisten? Leichtöl staut sich echt, oder? Ja, okay. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal dicht dahin. Eigentlich seid ihr gar nicht hier, ne? Ne, eigentlich seid ihr gar nicht da. Eigentlich steht ihr auch ganz woanders, aber das ist nicht der Punkt. So, du hättest gerne... Ach. Doch, geht, sehr gut. Du hättest gerne das Zeug von da oben. Du hättest daraus ganz gerne Fuel Blocks gemacht. Und die tust du in die Kiste. Wie dein Kollege auch. Und mehr machst du nicht. Den ganzen lieben langen Tag lang. GZ. So. Batterien nehme ich mit, damit ich daraus Science Packs machen kann. Was hapert gerade? Stahl. Stahl haben einen Auftrag gegeben. Da müssten jetzt 3 Smelter voll sein mit... Naja, nicht voll sein, aber mit einem Stack Eisenplatten verarbeitet zu Stahl. Das sollte oben auf uns warten. Das ist okay. Und Alter Falter. Gib mir das da, gib mir das da. Werden die Tanks überhaupt leer? 1,8, 1,7. 1,8. Also wenn sie leer werden, dann nicht wirklich schnell. Ich glaube, ich bab gleich noch einen dritten dahin. Weil es kostet nur Strom. Weil Öl ist unendlich und umsonst und überhaupt. Also es kostet Strom, es produziert aber die Sachen, die wir brauchen, um Strom herzustellen. Ja, kommt noch ein dritter hin. Also du, weg mit dir. Dann machen wir hier ein so. So. Da einfach so einen hässlichen Pol hin. So. Zack. Und Auftrag hier. Sehr gut. Zack, zack, zack. Geschwindigkeits- und oder Pollution-Module. Pollution 1,8 ist vernachlässigbar, also Geschwindigkeit. Will ich Geschwindigkeitsmodule reinpacken? Sorgt für mehr Stromverbrauch. Wir sind momentan bei 210 pro Kreml geplant. Und 210 ist momentan... Ja, ist momentan ein Problem. Das Problem sollte sich beheben, sobald ich anfange, die Steam Engine mit sauberem Wasser laufen zu lassen. Würde ich allerdings erst ganz gerne, wenn wir sehr viele Akkus haben. Wegen Puffer und so. Stromsparmodule?
Habe ich noch nicht. Unpraktisch. Okay. Das heißt, ich verteile erstmal die Fuel-Blocks, damit das einigermaßen hinhaut. Ich mach Spaß, das halt mal ganz kurz hier schon mal dich hin. Und ja, du brauchst wirklich Lubricant. Das ist gut, dass ich mich da nicht getäuscht habe. Du da, du da. So. Brauchst natürlich auch grüne Chips. Warum auch nicht? So. Das heißt, wenn wir das nächste Mal eine Runde machen, müssen da grüne Chips rein. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, aber wir haben es jetzt schon 8.30 Uhr seit einer ganzen Weile, ne? Ja, das war wegen dem eingefrorenen Zeitmod. Aber ist es zwischendurch trotzdem heller und wieder dunkel geworden? Naja, ich glaube nicht. Also habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet. Beziehungsweise ich habe drauf geachtet, aber es ist mir wieder entfallen, weil unnötige Informationen weggeschmissen werden. Wir sind Mechaniker. Das ist doch vollkommen egal, ob es Tag oder Nacht ist. Wir müssen arbeiten. Ja. Du brauchst Ärmchen. So. Ärmchen. Ärmchen. Bisbänder. Go. Ja, ist sie mit den grünen Tränken. Theoretisch bräuchten wir noch eine zweite Fabrik. Aber dann haben wir wieder ein Chip-Problem und ein anderes Problem und Problem. Also. 45 gehen an dich, um indirekt neue grüne Tränke herzustellen. Die nehme ich mit, die nehme ich mit. Du brauchst erstmal nur zwei. Und das zu micromanagen ist echt peinlich. Ich lege jetzt zwei Chips in diese Fabrik und drei Chips in diese Fabrik und ja. Aber goldene Zeiten werden kommen, da bin ich mir relativ sicher. Sobald Sky entsteht. Ich wollte jetzt grüne Ärmchen herstellen, um zu gucken, was dafür fehlt. Nix. Doch, da kommen die ersten Fehlermeldungen. Okay. Das heißt, ich verbrauche jetzt so weit grüne Chips, bis ich die alle gebaut habe. Dann kommen die 20 grünen Ärmchen irgendwann später hier reingeschmissen, um wieder mehr hellblaue Tränke zu machen. Und wir sind jetzt schon bei 30% der blauen Tränke, die wir brauchen für, ne? Roboter. Das heißt, ich schnapp mir Stahl. Ihr kriegt eine Runde neue Eisenplatten. Für noch mehr Stahl. Dann liefere ich die Fuelblocks ab, damit sich das hier auch reibungslos hält. Dann geht's runter, dann liefere ich die grünen Chips ab, um die roten Endos hier zu stellen und dann muss ich weiter gucken. So, ihr arbeitet nicht mit maximaler Performance. Das liegt daran, dass ihr mit Dreckwasser arbeitet. Was doof ist. Ich sollte jetzt eigentlich einen Teil davon umstellen auf sauberes Wasser und die hier als Tertiary belassen. Also Plan wäre dann jetzt, wir nutzen Primary Solar, Secondary sauberes Wasser, Tertiary dreckiges Wasser. Klingt soweit okay. Ja. Wie mache ich das am besten? Also ich will jetzt nicht die vom Netz nehmen, weil wir haben jetzt eh schon Stromprobleme. Das heißt, ich mache hier neu. Setze denn hier direkt ein Fluid-Dingens hin. Euch brauche ich in die Richtung nicht mehr und euch brauche ich da auch nicht. Also hier ist jetzt der Cut. Das heißt, die Kisten versorgen den und den. Die Kisten versorgen ne, alles, was da ist. Aber wir brauchen halt rechts davon nichts, weil rechts davon keine Steam-Engines sind. Und links davon nichts, weil hier ein anderes Muster kommt. Wegen der Reinigungsgeschichte. Das heißt, du machst bitte sauberes Wasser und zwar vollkommen egal, ne? Ob das im Riesenschwung kommt oder in vielen kleinen Schwüngen? Ne, nimm mal die kleinen Schwünge, weil ich will keinen Tank dazwischen ballern. Ja, gut. Du verursachst 0,2 Pollution. Das ist vertretbar. Das heißt, jetzt kommen die Boiler. 1, 2. Dann nehme ich mal ein paar Platzhalter. Und auf derselben Höhe kommt jetzt eine Secondary Steam Engine hin. Bau mal 5 davon. Das gleiche dann hier drüben auch. Dann kommen hier die Kisten hin. Wir brauchen dann hier einen Pole.
damit die Ärmchen funktionieren. Und zwar die da und die da. 100 hier, 100 da. Wird schon erhitzt, sehr gut. Sind bei der Sache, die Jungs. Bau das da. Da. Secondary Steam Engine. Und ja, bau einfach aufs Öl rauf. Ist okay. So, ist das angeschlossen? Ist angeschlossen. Und schießt gleich in die Höhe mit der Performance auf 50. Das sollte höher gehen, ne? 87. 87. Ah, hier bräuchten wir schon drei Boiler. Aber läuft wesentlich produktiver als die Jungs hier drüben, ne? Ja, okay, also noch eine Kiste. Noch mehr Ärmchen, die allerdings dann auch wieder einen neuen Pol brauchen. Und Brennmaterial. Und Boiler. Jo. Aber es sollte soweit gut laufen. Das heißt, die Dinger hier hinten schalten sich aus, sobald die hier genug Strom produzieren. Und dadurch haben wir nicht so einen hohen Verlust an der Ratio von Brennmaterial zu ausgegebener Energie. Weil mit Dreckwasser das Ganze zu machen, ist halt nicht so super effektiv. Gib mir Boiler da, 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 da. Das Wasserfilterding. Haben wir nicht mehr. Bau noch ein Wasserfilterding. Dann haue ich gleich noch eine Reihe daneben und dann haben wir auf jeden Fall erstmal wieder keine Stromprobleme. Und es wird doch wieder hell. Okay, ich habe vorhin verplant, dass es hell und dunkel wurde. Das ist ein sehr gutes Zeichen, oder? Das kenne ich sonst nur aus Pen and Paper Runden. Oder aus Nachtschichten. Du. Da. Wobei da Pen nicht so angesagt war. Das haben die irgendwie nicht so gern gesehen. So. Okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich kann da nicht ganz so gut sehen. Ah doch, die oberen brennen gerade nicht. Das ist komisch. Warum schafft es hier ein Boiler 2 auf 100 Grad zu halten? Ach so, weil die nicht so viel Performance liefern gerade. Deswegen schafft es auch ein Boiler. Ja, okay. Und hier hinten wird es halt nicht geschafft, von zwei Boilern zwei Steam Engines zu halten, weil die Boiler durchgehend auf 100% laufen. Ist verständlich, ja? Ja, okay. Ist genehmigt, Jungs. So, Shift rechts, Shift links. Swoosh. Noch mehr Strom. Sehr gut. Und während der ganzen Zeit habe ich nichts gecraftet. Das ist nicht gut. Stell bitte her grüne Tränke, damit die Flight-Geschichte endlich fertig wird. Oh, rote Tränke werden ein Problem. Was? Wir haben nicht genug Steinzahnräder. Gib mir alle deine Steinzahnräder. Tu alle Steinzähler rein. Ah, bis auf das da. Ah. Kupfer würde ich ungern reintun. Gib mir das. Gib mir eins der Kupfer. Entschuldigung, war gerade abgelegt. Die Tränke kommen da. Es dauert wieder ewig, aber ist okay. Rote Chips waren extra für dich, ne? Ja, die waren extra für dich. Und die 20 waren auch für dich. Damit wir 20 neue Science Packs bekommen, damit wir endlich in die Richtung da gehen. Das ist in Ordnung. Du brauchst Eisenzahnräder. Du brauchst die. Du brauchst die. Waren das alle? 10, ja. Okay. Hier. Also rot läuft wieder. Das war echt peinlich, weil es hing nur am Steinzahnrad. Aber gut. Das läuft und es wird wieder dunkel. Grüne kommen jetzt auch. Flight ist gleich durch. Das heißt, nach Flight nehmen wir die Logistikroboter. Kosten nicht viel, sind aber wichtig und dann können wir dadurch das hier freischalten und dann müssen wir nur die 150 Science Packs zusammenkommen. Okay, das heißt, ich denke mal, so in 2-3 Folgen haben wir die ersten Roboter, wenn alles gut läuft.
Dann kümmern wir uns darum, dass wir so 10, 15 Stück von denen bauen können, die dann durch die Gegend fliegen. Und dann mache ich mich weiter auf in Richtung Substations. Jetzt speichere ich allerdings erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.